Servus, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut auf eine gemütliche Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Alderle und mit der strahlenden Säule, die immer noch kaputt ist. Hier auf dem Giftplaneten, wo sich der Alderle und die Schniebeltiere am Morgen die Hand geben, meine Lieben. Schön, dass ihr noch weiter dabei seid. Wir haben ja entschieden, 4 Folgen sind eindeutig zu wenig. Wir brauchen mehr. Die Playlist ist jetzt eingerichtet. Wir haben ein offenes Ende. Das heißt, ich sage jetzt nicht, wie viele Folgen wir machen. Wir machen einfach, bis wir keinen Bock mehr haben. Die Folgenlänge bleibt so. Ich versuche, so viele Folgen wie möglich in der Woche hochzuladen. Geht mal davon aus, dass es auf jeden Fall 5 bis 6 Folgen sein werden. Wer es genau wissen will, schaut im Uploadplan. Den werde ich jeden Montag aktualisieren, wie ich das bisher immer gemacht habe. Hallo Drohne! Hallo Drohne! Ah, nur wenn ich wirklich was abbaue. Siehst du, jetzt kommt sie wieder. Habe ich von euch gelernt. Die Drohne ist ungefährlich, wenn man ihr keinen Anlass gibt zur Sorge. Und das machen wir auch nicht. Und was ich auch gelernt habe aus den Kommentaren ist, ich brauche hier nur reinsitzen. Und schwupp lädt sich mein Giftschild wieder auf. Das heißt, immer wenn wir im Raumschiff sind, Leute, werde ich das zukünftig so handhaben. So, jetzt haben wir ja die Folge Nummer 5. Die erste Samstags- und somit Wochenendfolge. Und ich muss jetzt ganz kurz was zu den Kommentaren sagen, Leute. Erstens mal, es hat mich riesig weggeflasht, wie viele Leute auf den ersten Clip geschrieben haben. Ich kann es jetzt erst reinbringen als Feedback, weil ich ja vorproduziere, ne? Aber es haben auch ganz viele eine Latte an Tipps reingeschrieben, Leute. Bitte bedenkt, dass ich schon über 40 bin, ja, tatsächlich. Und dass ich hier beim Anfang von so einem Spiel auch immer ein bisschen vor mich hinbummel. Das heißt, zum Beispiel wie jetzt die Tatsache, dass ich im Raumschiff aufladen kann. Das habe ich mir gemerkt, aber ich merke mir natürlich lang nicht alles. Wenn ihr also Kommentare schreibt mit vielen, vielen Tipps, dann bitte nicht böse sein, wenn ich das irgendwie erst in 20 Folgen oder so mal beherzige. Oder wenn ihr es mehrfach schreiben müsst, weil ich es vergessen habe. Da nicht böse sein. Also ich will keinen davon abhalten, Tipps zu schreiben. Ich weiß, es machen viele gern. Ich weiß auch, dass viele in den Kommentaren mitlesen, die auch das Spiel gerade neu angefangen haben. Aber mir nicht böse sein, Leute, wenn ich das nicht 1:1 mit reinnehme, sonst verliere ich so ein bisschen den roten Faden immer, ne? Aber trotzdem, ich war tierisch geflasht, wie viel kam. Und das ein oder andere habe ich mir auch schon gemerkt. Natürlich habe ich es mir gemerkt. Wir machen jetzt weiter. Folge Nummer 5, Leute. Ich möchte unser Raumschiff reparieren. Und auch das habe ich mir gemerkt, habe ich gelesen. Dass ich die lese, habt ihr ja mitgekommen. Ich antworte ja auf alles, ne? Es sei denn, es ist wirklich ein ganz komischer Müll oder so. Dann antworte ich nicht. Aber also nicht, dass ich mal einen vergesse und dann denkt, dass er Müll geschrieben hat. Das will ich natürlich auch nicht, Leute. Da hakt ruhig nach, wenn ihr denkt, dass alles okay war. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen weiter. Ihr habt geschrieben, ich kann auch im Raumschiff reparieren. Das werde ich jetzt auch machen. Und zwar müsste ich dann doch mit der Tab-Funktion im Raumschiff... Jo, das funktioniert, Leute. Das einzigste Problem, das ich habe, ich weiß nicht, was ich reparieren muss. Hallöle. Das sieht doch gerade so aus, als wäre alles in Ordnung. Hier leuchtet es. Hier, pass auf. Hier, geh mal. Reines Ferrit habe ich keins. Hier, glaube ich. Hermetisches Siegel. So, meine Lieben. Jetzt geht es nämlich ab hier. Jetzt geht es nämlich ab hier. Wir werden die Schnabel- bzw. die Schniebeltiere hier noch richtig schön veräppeln mit unserem Raumschiffle. Haben wir jetzt alles? Jetzt fehlt das hier noch, gell? Jetzt pass mal auf. Ich muss aber ganz kurz rausgehen, Leute. Damit ich das nochmal richtig check. Weil hier unten, das habe ich mir jetzt schon angewöhnt. Baue eine tragbare Raffinerie. Stelle Metallplatten her. Substanzen veredeln. Ah, mit P muss ich gucken, Leute. Ich glaube, das braucht man nämlich für diese, für die ganzen Materialzusammensetzungen, die ich noch nicht rausgecheckt habe. Mit P. Jetzt bin ich aber hier irgendwo anders drin. Entdeckungen. Nee, Entdeckungen war klar. Protokoll vielleicht. Wichtige Wartungen, Materialien sammeln, erwachen. Hier, pass mal auf, sammle Materialien, um das Raumschiff zu reparieren. Ich brauche bessere Werkzeuge und Komponenten, um das Raumschiff reparieren zu können. Ich muss fortgeschrittene Materialien finden. Ich habe zwar schon immer wieder einen Haufen Schrott vorgelesen, aber ich habe es beim Schneiden auch gemerkt und auch noch bei euch nochmal nachgelesen in den Kommis. Es ist schon wichtig, dass man am Anfang hier liest, weil es steht wirklich alles dabei, auch wenn ich mich dann manchmal wundere, ne? So, pass mal auf, suche die Absturzstelle nach Vorräten ab, untersuche die Navigationsdaten, hermetisches Siegel finden, kehre zum Schiff zurück. Das haben wir ja eigentlich alles gemacht, ne? Anleitungen, da müsste es doch drin sein. Erste Schritte, Lebenserhaltung, Gefahren, Systeme wieder herumkommen. Ei für herumkommen, Beute. Neue Funktionen, Handeln und Ansehen. Machen wir erstmal hier. Signale finden, Substanzen veredeln. Gucken wir mal kurz rein. Fortgeschrittene Materialien, Konstruktionen erfordern möglicherweise die Verwendung einer Raffinerie. Alles klar. Baumenü, Z, Raffinerie bauen. In größeren Raffinerien, blablabla. Das gucken wir uns jetzt an. Ich bin so ein Typ, Leute, wenn ich mir heute ein elektrisches Gerät kaufe, dann bin ich genau der Typ nämlich, der die Bedienungsanleitung nicht liest. So, Bau nicht mögen, möglich. Wir brauchen Kohlenstoff-Nanorohr und wir brauchen eine Metallplatte. Jetzt pass auf, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kohlenstoff-Nanorohr. Das war hier drin, ne? Ja, ich weiß, aber ich muss mit links klicken, nicht mit rechts. Ein Kohlenstoff-Nanoröhrle.
Und wir brauchen eine Metallplatte. Parenga, Rechtsklick und Z. Das ist die Raffinerie. Das baue ich jetzt alles nebendran. Ich habe nämlich irgendwo beiläufig gelesen, Leute, dass ich das wieder einsammeln kann, wenn wir gehen, oder? So. Da haben wir's. Wartung. Verarbeite Rohstoffe zum An... Allerle! Das heißt, hier muss ich was reintun. Was ist das hier? Treibstoffumkehr. Ein Beispiel für wiederaufladbare Energietechnologie. Der Treibstoffumkehr soll für die, was? Der Treibstoffumkehrer sorgt für einen gleichmäßigen Energiezufluss für autonome Maschinen. Energie. Kohlenstoff oder verdichteter Kohlenstoff. Wir haben bestimmt Kohlenstoff. Oh komm, wir hauen es voll, Leute. Ich muss eh gleich farmen gehen. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil ich echt Bock drauf habe, das Zeug abzubauen. Ist der Hammer. So, was will er denn hier? Objekte übertragen ist klar. Und was will ich hier haben? Ein Behälter für die Lagerung der in der Raffinerie erzeugten Materialien. Ja, aber... fortgeschrittene mit reines Ferrit. Platziere den Ferritstaub in der tragbaren Raffinerie. Yeah. Objekte übertragen. Elemente aus anderen... mit X muss ich das machen, gell? Ferritstaub bitte einmal. So, meine Lieben. Lego Mio. Lego Mio, oder? Es ist schon sehr umfangreich. Ausgabe ist klar. Reines Ferrit brauchen wir. Jetzt weiß ich auch, wo ich es herbekomme endlich. So, meine Lieben, weiter geht's. Verarbeitetes Metall frei von Staub und Geröll. Meine Stimme geht bald flöten. Ist der Hammer, oder? Wird bei der Herstellung einer Vielzahl von Strukturen und Technologien verwendet. Wird üblicherweise mit einer... Sollen wir das jetzt alles hier verballern? Verarbeitungszeit 1,15, 0 von 250 verarbeitet. Ich starte das jetzt mal. So. Was kann ich hier machen? Ich drücke da mal ganz oft drauf. Vielleicht spult er dann. Ich weiß es nicht, aber ich kann es auch abstoppen. Die Frage ist, ich würde sagen, ich stoppe es mal bei 50 ab. Ich habe nämlich überhaupt nicht gelesen. Was ist ein E? Ah, mit E startet er auch. So, und das hier, kann ich das jetzt wieder übertragen? Ich kann das jetzt übertragen, ne? Aber jetzt pass mal auf, ich gehe erstmal raus. Mal gucken, was er jetzt noch will. Reines Ferrit. Sammle reines Ferrit aus der Raffinerie. Ja gut, das haben wir ja jetzt hergestellt. Ich muss es jetzt mehr oder weniger übertragen. Ich würde sagen, in den Exo-Anzug. Das müsste es gewesen sein. Jetzt haben wir es normalerweise im Exo-Anzug. Und hier habe ich noch Staub drin, falls ich noch welchen brauche, ne? Jetzt pass auf, Leute. Repariere die Startschubdüsen. Greife mit Tab auf das Inventar zu. Ja, haben wir jetzt das hergestellt. Das ist der Wahnsinn, oder? Wie wir langsam vorwärts kommen. So, ich muss auf Raumschiff, sind wir automatisch drauf. Startschubdüse. Und reines Ferrit. Genau 50 habe ich noch im Unterbewusstsein gehabt. Und die Zeit verfliegt. Aber ich mag Spiele, wo die Zeit verfliegt. Habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesagt, gell? So, meine Lieben. Strahlende Säule BC1. Ist die jetzt ready? Ist die jetzt ready, Leute? Raumschiff repariert, Systeme online. Yay, Leute. Wir haben unser Raumschiff repariert, da steht sie, die strahlende Säule, bereit zum Abheben. Ich habe jetzt schon Angst davor, weil ich muss ja bestimmt auch Energie sammeln irgendwie und weiß nicht wie. Hoffentlich mache ich es nicht kaputt. Alle Systeme funktionieren. Nimm die tragbare... Ah, ich muss sie jetzt wieder mitnehmen mit dem mittleren Mausknopf. Aufnehmen nicht möglich. Was? Was? Raffinerie nicht leer. Ah, ich muss sie also erst leer räumen. Kein Problem, kein Problem. Dann mache ich meinen Ferritstaub. Würde ich sagen, in den Exomexo. Muss ich das auch in den Exomexo machen? Aufladen? Nö, ich will es nicht aufladen. Hier ist jetzt alles leer. Jetzt müsste sie leer sein, Leute. Ich versuche sie wieder aufzunehmen. Eingesammelt. Die will ich auch einsammeln. So, alles eingesammelt. Haben wir... Hier habe ich was gesehen, Leute. In dem einen Clip. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt und reingeschrieben habt. Hier, ne? Das habe ich noch nicht untersucht. Die Wasserstoff. Tarenga und Katzenga. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Routine kommt mit dem Spiel. Also wenn man, je mehr man weiß natürlich und je mehr man die Sachen öfters macht, dann hat man ein Gefühl dafür. Es wird auf jeden Fall so sein, dass auch hier ein roter Faden von mir Platz finden wird. Wir werden es auf unsere Art spielen und es wird saugemütlich, glaube ich, Leute. So, kehre zurück zum Schiff. Ich habe alles eingesammelt. Was wir natürlich nicht gemacht haben jetzt, sind die Teile hier. Die beschädigten Maschinen repariert, das habe ich nicht gemacht. Habe ich jetzt aber alles soweit durchgesucht? Ich bin gerade total locker. Lass mich nochmal ganz kurz reingucken. Ich will nochmal ganz kurz Exo-Anzug, ja? Giftschutz lädt im Raumschiff auf. Gucke ich nicht mehr. Die Sauerstoff... Ah, das will ich jetzt gucken. Das hat sich nicht aufgeladen, aber das Schiff war kaputt. Vielleicht haben wir da drin eine Atmo. Wir gucken mal jetzt. Hocken wir mal rein. So, meine Lieben.
Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. Hebe mit W ab. Der will wirklich, dass ich jetzt abhebe, ne? Oh, Leute. Jui! Auf einmal hat's abgehoben. Jo, Leute, wir sind tatsächlich... Und wir fliegen, Alter, du musst hochziehen. Jo, drücke E, um zu landen. Oh, meine Stimmle. Ah, hier haben wir ein Neigungswinkelmesser, das ist schon mal sehr gut. Was denn jetzt schon wieder? 20 US. Ja, guck mal, wenn wir jetzt so bleiben ungefähr mit E. Ich mache erstmal Schub raus. Müsste ja eigentlich normalerweise gehen. Und jetzt mit E will er, dass ich lande. Zu hoch, um Landung einzuleiten. Joi. Oh, ist ein bisschen ungewohnt, oder? Landesequenz wird eingeleitet. Ah, der macht das automatisch. Okay. Wow, die setzt aber hart auf. Alle Systeme funktionieren. Ah ja, und jetzt? Beißende Pfütze ist das Biom hier, ne? Leute, es war auch jetzt den Auffall. Hier steht sie, die Kiste. Ja, und jetzt? Suche die Antwort in den Sternen? Ich meine... Lass mich mal kurz überlegen. Da zeigt schon einen Haufen Zeug an da oben, ne? Will der jetzt, dass wir den Planet verlassen? Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung gerade. Ich guck mal, da gab es doch auch einen Questlog, ne? Müsst ihr normalerweise mit P wieder reinkommen? Pass auf. Erwache, bla. Den Planet verlassen. Alle Systeme funktionstüchtig aufgetankt. Deine Antwort findest du in den Sternen. Hebe mit W ab. Also, da müssen wir richtig weg von dem Planet jetzt. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das einfach mal. Ich folge natürlich dem Ganzen noch ein bisschen, weil... Ich habe ja noch keine Ahnung, ne? Was mich wundert, ist mit W abzuheben. Okay, jetzt bin ich raus. Also ich bin praktisch aus der Höhe. Kann ich mit... Ah, so dreht er. So dreht er praktisch, ne? Yeah, und jetzt kann ich auch mit W ein bisschen Gas geben, denke ich mal. Okay. Da muss ich mich jetzt umgewöhnen. Mein anderes Spiel, mein Star Citizen, ne, da kann ich natürlich hier mit den E-Tasten und so auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist jetzt hier aktuell nicht... Okay, pass auf, ist aber nicht so schlimm. Dann flitzen wir mal raus aus der Atmosphäre hier. Was mich jetzt tierisch interessiert, kann ich mit X... Ja, geht. Kann ich hier... Hilfsmittel F... Raumschiffansicht wechseln. Ja, oh... Das ist ja schön. Also, zu hoch zum Landen. Ach, siehst du, das automatisch, weil ich E drücke. Das darf ich jetzt nicht drücken. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt hier. Steuer mal auf dieses S zu hier oder N. Ach, das ist einfach wahrscheinlich nur die Richtung, ne? Zu hoch zum Landen. Ne, ich will nicht landen. Gedrückt halten, um zu überspringen. Leute, jetzt kann natürlich sein, Kaiwats Daxin-System. Euklid-Galaxie. Von dir entdeckt. Die ganze Galaxie haben wir entdeckt, aber ich muss das rausmachen. Da fühle ich mich gerade nicht so wohl, Leute. Raumschiffansicht wechseln. Wir sind wieder drin. So, Antwort mit X über den Kommunikator. Fotomodus, Raumschiffkommunikator. F. Okay. Eingehende Übertragung. Quelle 492.5b. Funktionsstörung. Ich drücke drauf. Bitte identifiziere dich. Ich bin... Identifizieren wir uns. Wir sind Grotz-Grotz. Photonenkanone, strahlende Säule BC1. Du bist nicht Grotz-Grotz allein. Alles klar, Dickerle. Folge. Wem soll ich da folgen? Ich sehe da überhaupt niemand. Die Übertragung endet. Was? Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint einen Satz planetarer Koordinaten zu enthalten. Eingeben. Wem soll ich denn da folgen? Ich sehe doch gar niemand. Und ich sehe auch. Haben wir gerade Schub drauf eigentlich oder stehe ich hier in der Luft, Leute? Ah, planetare Koordinaten. Folge den Koordinaten und finde die Signalquelle. Das machen wir. Ist es gerade normal, dass die Grafik hier so ein bisschen übel ist, Leute? Ist das normal? Das sieht voll schlimm aus. Wo sind jetzt die Koordinaten, bitte? Ach Gott, sind wir schon hoch. Ei, ich hab's gewusst, dass man den irgendwann früher... Das pass mal auf, pass mal auf. Na, nee, du darfst den Knopf nicht benutzen. Zum Markieren E drücken. Signalquelle Ankunft 13 Stunden. Folge... Ist das... Ah, 3 Stunden. Ah, ist ja überschaubar, Leute. Dann sind wir wahrscheinlich zum Sommerende vorne. Was ist denn das hier? Was ist denn das da? Raumstation. Aha. Oh, aber man sieht den viel schöner schon. Guck mal. Den Planetle hier. 10 Stunden. Ich gebe jetzt mal Vollspeed.
Die Frage ist, ob er mir irgendwann noch sagen will. Ich hoffe, dass ich es richtig mache gerade, aber ey, ich kann doch jetzt nicht 3 Stunden in die Richtung fliegen. Leute. Voucher. 3700. Verdiene ich gerade... Ah, zum Aktivieren des Boosts Shift drücken. Jo! Jo! Und schon ist das Spiel wieder schön und immer so hässlich. Gedrückt halten, um Impulssprung zu aktivieren. Space. Jo, Leute! Geil! Geil! Folge den Koordinaten. Muss ich das irgendwann wieder abbrechen? Ich nehme es schon mal schwer an, oder? Unentdeckte Planeten. Ankunft. Bla. Mit C scannen. Kommen wir mal auch noch C noch rein. Jo, Alterle. Wir scannen hier alles. 30 Sekunden. Ich denke mal, ich muss jetzt irgendwann auch aufhören, oder? Leute. Leute. Ist das der Hammer? Inkip entdeckt. Ne, ist noch unentdeckt. Gamma-Wurzeln. Kobalt, Uran und Kupfer. Signalquelle. Ich hoffe, der hört... Ich lasse mal alles los jetzt. Ich hoffe... Hallo, ich habe alles losgelassen. Ich könnte jetzt, ich fliege gerade freihändig, Leute. Ich hoffe. Ah, jetzt, ich habe einfach mal spaßhalber jetzt gerade S gedrückt. Wow, ist das schön. Bremst mal richtig runter. Bremst mal richtig. Oh, war ich noch so weit weg? War mir doch so weit weg, Leute? Ja, flitzen wir doch mal hin. Flitzen wir doch mal näher hin. Ich muss nur rechtzeitig. Oh. Nicht, dass ich hier dagegen schrotter. Ich will jetzt natürlich nochmal hier das genießen kurz. Pass mal auf, Leute. Pass mal auf. Wo waren die Raumschiffansicht? Wo waren die? Frachter, Hilfsmittel, Galaxiekarte, Raumschiffkommunikator, Galaxiekarte. Hier, Frachter aufrufen. Gibt es das jetzt nicht mehr? Da gab es doch vorhin die Ding, Leute. Ich drück mal hier. Hier, hier war es. Das will ich nochmal austesten. Ich will es nochmal sehen. Schade, dass ich hier nicht so rüber... Ah, aber wahrscheinlich kann ich mit dem Fotomodus, ne? Ich will einmal hier so richtig schön abgehen. Ah, ich brauche gar nicht mit dem Finger draufbleiben. Ja, das geht. Das geht, Leute. Jo, hier drin hockt der Alterle gerade. Sieht man den vielleicht, wenn ich nah genug hingehe? Cool. 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 Habe ich schon cool gesagt? So wieder zurück. Also, weiter geht's. Wir werden da heute noch ankommen. Halt, stopp, 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 Alterle. Ich will zurück in deine alte Ansicht. Du weißt doch. Also, ich muss sagen, Ego-Perspektive wird hier wahrscheinlich meins werden, Leute. So, mein Lieber. Jetzt drehen wir das Schiffle so ein bisschen. Zieh's mal hoch. Und mit Shift kann man Speed geben, ne? Langsam. Flieg mir hier bloß nicht dagegen. Da ist Maschine kaputt, ne? Da sieht man erstmal, wie schnell die wird. Unentdeckt. Sag mal, zählst da unten diese... Ach, das sind Schritte. Das sind Schritte. Ich dachte gerade, ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Einheiten, weil ich hier rumflieg. Du musst hier um den rumfliegen, Alter. Ja, schön, aber ist okay. Ist okay, oder? Ist okay, finde ich. Die Maschine ist gewöhnungsbedürftig, aber sie tut, was sie soll. So, Leute, hier sind wir rumgeflogen. Ein bisschen Yela-Feeling kommt schon auf. Jetzt natürlich nicht grafisch. Zum Aktivieren des Boosts Shift gedrückt halten. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Langsam. Ey, Leute. Gibt es bestimmt einen besseren Weg, als den ich hier gerade mache. Guck mal, wir tauchen nämlich immer die Steinlen hier auf. Wir müssten irgendwann mal da... Jetzt sind wir raus aus dem Steinfeld, glaube ich. Ja, lalala. Hoppla. Zu hoch. Ist ungewohnt. Es ist ungewohnt. Aber Leute, wir sind schon tatsächlich abgehoben, oder? Aber ich muss auch dazu sagen, ich war in keiner Höhle. Ich habe den Planeten nicht erkundet. Ich will einfach mal dem Spielfluss so ein bisschen folgen. Und irgendwann werden wir auf dem Planet hängen bleiben. Dann brechen wir den Hauptquestfaden ab für ein bisschen. Für ein paar Folgen. Und dann machen wir uns einfach mal kundig. Guck mal, du musst den Speed halten. Aber das ist eine gewohnte... Kann das sein, dass wir hier landen müssen gleich? 16, 17, Ankunft in 18, 19, das... Passt mir nicht ganz, dass die Zahl nach oben geht. Jetzt. Eintritt in Atmosphäre. Inkip. Yesle Kadesle. Willkommen. Alter, du bist der Hammer. Leute, es macht tierisch Laune. Vor allem, weil ich weiß, dass es ganz viele Planeten gibt. Wir werden uns einen schönen raussuchen für unsere Basis, ne? Und ihr habt auch geschrieben, dass es sehr farmlastig wird mit der Zeit. Bis zu einem gewissen Teil ist es egal, weil wir werden nach dem Sommer streamen. Und wenn man da wirklich, sage ich mal...
farmlastig was bauen oder so, dann streamen wir einfach mal ein Wochenende schön abends. Hol die Mats ran, weißt du, so offscreen eigentlich zusammen im Stream. Die Streams kann man ja dann trotzdem angucken und dann können wir weiterbauen. Leute, ich denke mal, dass wir hier jetzt einfach runtergehen. Jetzt haben wir praktisch schon den zweiten Planeten dann, den wir sehen. Wobei das hier ja wahrscheinlich eine Questgeschichte ist, die jeder schon irgendwie so mal gesehen hat. Also ist nichts Neues wahrscheinlich für viele, die selber spielen. Ich gehe mal komplett. Was ich jetzt nicht verstehe, Leute. Drücke E, um zu landen, ist klar. Wenn ich jetzt auf S drücke, müsste dann nicht normalerweise der Speed komplett weggehen? Wir drehen mal hier rum. Vielleicht muss ich hier einfach rechtzeitig dann einfach E drücken. Dass der Alterle das dann von allein vollster macht, weißt. So, meine Lieben, pass auf, ich drücke jetzt hier einfach mal E. Würde dann sagen, jetzt. Jo, macht er dann. Wie kann ich denn den Speed komplett rausnehmen? Ist der absolute Hammer, Leute. Es ist der absolute Hammer. Wir sind da. Wir sind da. Ich würde sagen, wir haben ja gesagt, die Folgen so bei 24 Minuten, mal mehr, mal weniger. Wir hatten schon 28-minütige. Ich würde sagen, Leute, ich steige jetzt hier noch aus, bewege mich aber vom Raumschiff nicht weg. Wir machen am Faden dann mit der Folge morgen weiter. Mama Sonntag ganz gemütlich hier, was er von uns will. Ich steige jetzt aber mal aus, um zu sehen. Externe Strahlung 6,4 Rad, das sind wir ja das Zehnfache gewohnt. Radioaktiver Dunst, entspannt, umfassende Flora, massenhaft Fauna. Da vorne ist auch schon wieder Tier. Inkip. Inkip, 6,4 Rad, Alter, da kannst du ewig mit deinem Dings da rummachen. Ich würde sagen, wir gönnen uns die Laschentampe, die Taschenlampe, Entschuldigung. So, pass auf. Mit F einschalten und das Menü wieder wegmachen. Strahlungsschutz ist aktiv. Ist in Ordnung. Wir können ja ins Raumschiff hocken. Schönes Raumschiffle, Leute. Das kommt mir so vor wie so eine uralte Seifenkiste. Ich will das Tier jetzt hier füttern. Komm mal her. Komm mal her, Süßer. Komm mal her, mein Freund. Ich will doch gleich wieder Tiere entdecken. Komm mal her. Nicht wegrennen. Wieso will der sich nicht füttern lassen? Au, ich glaube, ich habe nichts zum Füttern. Was ist denn der? Das geht mir zu hopplig. Ich denke mal, irgend so ein Standardding wird er hier essen. Komm, wir gucken mal. Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich eigentlich morgen weitermachen will? Nicht identifiziertes Mineral. Jetzt können wir natürlich gleich mal gucken, ob es hier Drohnen gibt. Und ey Leute, die Tintenfischpflanze, die sieht mir auch. Ah, das ist das, habe ich mir auch gemerkt aus den Kommentaren. Ich müsste eigentlich den Leser. Pass mal auf, ich mache das jetzt mal, wie ihr das geschrieben habt. Ich lese hier so vor mich hin. Okay, die ist schnell abgebaut. Krieg ich mal. Die dauert länger. Jetzt pass auf. Kurz vorm Ding. Ich habe nichts genommen. Ich habe nichts genommen. Ich habe nichts gemacht. Also ihr habt halt gesagt, den Laser nicht ganz auspowern, sondern kurz vorher aufhören, aufladen lassen. Dann spart man sich die Zeit. Dann spart man sich die Zeit eben, die er braucht, um die Überhitzung loszuwerden. Ne? So Leute. Petrit entdeckt. Weißt du was? Das gibt ja diese Punkte hier. Die brauchen wir ja sowieso irgendwie. Hier lebt alles irgendwie, gell? Soll ich mal gucken, ob ich das Richtige eingesammelt habe, um ihn zu füttern? Der sieht ja krass aus. Ja, wir haben schon das eingesammelt, was er isst. Ich konnte. Ein Schweinle! Yo, mei, servus. Die sind ja auch random zusammengesetzt, die Tiere, ne? Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingern. Aber ich würde ihn jetzt auch scannen wollen. Wie heißt denn du wirklich? Wie heißt denn du wirklich? Jacke-Zäum. Ein Jacke-Zäum. Leute. Hammer. Ich freue mich schon drauf, dass es hier morgen weitergeht. An der Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen zauberhaften Samstagabend. Genießt das Wochenende, auch wenn die Hitzewelle uns wahrscheinlich erstmal noch nicht in Ruhe lässt, Leute. Morgen sind wir wieder hier um 18 Uhr. Wer Bock hat, ist wieder dabei. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Schreibt mir ein kleines Hallo, wenn ihr Bock habt. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Und dann bis morgen. Ciao.